Hallo allerseits. Zu einer Präsentation durch GeoGebra eignen sich wirklich die Kontrollkästchen. Der entsprechende Befehl ist hier zu finden. Wir werden jetzt die Präsentation vorbereiten zum Beweis des Lehrsatzes, der besagt, dass die Summe der Öffnungen der drei Innenwinkel eines Dreiecks immer 180 Grad beträgt. Zu diesem Beweis brauchen wir zuerst die Gerade, die durch den Punkt Groß A verläuft und die parallel zu dieser Seite Klein a ist. Dazu wählen wir hier den entsprechenden Befehl. Wir klicken auf den Punkt A und wir klicken auf diese Dreieckseite Klein a. Ich finde es schöner, wenn man nicht die ganze Gerade zur Präsentation hat, sondern nur eine Strecke dieser Geraden. Dazu klicken wir hier auf Punkt. Wir klicken zum Beispiel da auf die Gerade und auch da und maskieren jetzt diese Gerade. Wir blenden sie aus. Jetzt zeichnen wir die Strecke von diesem Punkt und von diesem Punkt. So vorzugehen hat zwei Vorteile. Ein Vorteil ist, wir können jetzt diese Strecke kürzer oder länger gestalten, so wie wir es gerne hätten. Und wir brauchen diese zwei Punkte auch, um diesen Winkel und um diesen Winkel zu konstruieren. Konstruieren wir zuerst diesen Winkel. Wir aktivieren Winkel, Punkt, Spitze, Punkt. Der Befehl ist immer noch aktiv, also Punkt, Spitze, Punkt. Da haben wir sie, diese zwei Winkel. Dieser Winkel soll natürlich formatiert werden wie Beta, also Pinsel, Klick auf Beta, Klick auf den Winkel. Der heißt hier Epsilon. Ich hätte gerne, dass der auch Beta heißt, weil er ja dieselbe Öffnung hat. Also Klick auf den Winkel, Eigenschaften, in den Grundeinstellungen, Beschriftung. Ich klicke jetzt hier auf dieses kleine Feld Alpha, Klick, und hier klicke ich auf Beta. Klick, Fenster schließen, und jetzt heißt der Winkel Beta. Schön. Dasselbe für diesen Winkel, also Pinsel, Klick auf Gamma, Klick auf Winkel. Jetzt Rechtsklick, Eigenschaften, Grundeinstellungen, Beschriftung, Klick auf Alpha, Klick auf Gamma, Fenster schließen. Und so haben wir die drei Winkel, die wir zu diesem Beweis brauchen. Eigentlich brauchen wir diesen Punkt jetzt nicht mehr. Rechtsklick ausblenden, also Objekt anzeigen anklicken. So ist der Punkt ausgeblendet. Den Punkt hier brauchen wir so auch nicht mehr. Also Rechtsklick, Objekt anzeigen, draufklicken und so ist dieser Punkt ebenfalls ausgeblendet. Jetzt kommen wir zu den Kontrollkästchen. Zuerst das Kontrollkästchen für diese Strecke. Wir aktivieren den Befehl Kontrollkästchen, Klick. Wir klicken hier irgendwo auf diese Seite, Klick. Und jetzt klicken wir einfach auf diese Strecke, Klick. Wir klicken hier noch auf Übernehmen, Klick. Und da ist es, dieses Kontrollkästchen, dessen Namen wir eigentlich nicht brauchen. Rechtsklick, Beschriftung anzeigen, jetzt ist diese Beschriftung weg. Man kann dieses Kontrollkästchen bewegen, indem man rechts klickt und dann zieht. Wenn wir links draufklicken, ist die Strecke effektiv ausgeblendet. Das wollten wir ja auch so haben. Jetzt machen wir genau dasselbe für den Winkel Beta. Also, Klick, Klick, Klick. In der Legende hier, in der Beschriftung, können wir auch sofort den Buchstaben einsetzen und Klick auf Übernehmen. Da haben wir das Kontrollkästchen für Beta. Ich klicke mal drauf, um zu überprüfen, ob es klappt. Es haut hin. Jetzt noch Gamma. Klick, 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 Klick und Klick.
Jetzt haben wir das Kontrollkästchen für Gamma. Es funktioniert. Wenn wir das Ganze noch verschönern wollen durch ein Bild, dann importieren wir zuerst ein Bild. Klick. Dann hier auf dem Desktop habe ich ein Bild vorbereitet. Das heißt Schlumpf. Klick, klick. Da ist er, der kleine mathematische Schlumpf. Diese zwei Punkte dienen dazu, den Schlumpf zu drehen oder ihn größer oder kleiner zu gestalten. Wenn man den Schlumpf dann so hat, wie man ihn gerne hätte, dann blendet man diese Punkte einfach aus. So. Und wir versehen auch diesen Mathematik-Schlumpf mit einem Kontrollkästchen. Also Klick, 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 Klick. Hier brauchen wir auch den Buchstaben I nicht, also Rechtsklick, Beschriftung anzeigen, Klick und schon ist die Beschriftung weg. Jetzt klicken wir auf dieses Kontrollkästchen, Klick und der Schlumpf ist ausgeblendet. Jetzt werden wir diese einzelnen Kontrollkästchen noch schön anordnen, weil das sieht durcheinander aus. Dazu klicken wir hier auf diesen Pfeil. Klick. Jetzt schalten wir mal das Raster ein und hier auf den Magneten können wir einschalten am Koordinatengitter fixiert. Ich aktiviere das mal. Klick. Jetzt funktioniert dieser Magnet. Ich fahre jetzt dieses Kontrollkästchen, indem ich rechts ziehe. Und wir sehen, wie das Kontrollkästchen sich hier schön anordnet. Dasselbe machen wir für dieses Kontrollkästchen, dieses und dieses da. So. Und jetzt schalten wir hier noch Magnet wieder aus. Auch das Gitter weg. Grafik auch weg. Und wir können jetzt sogar das Algebra-Fenster wegschalten. Klick. So wird die Präsentation schön. Das schalten wir auch noch weg. So. Überprüfen wir. Strecke. Winkel Beta. Winkel Gamma. Schlumpf. Es funktioniert. So kann man sehr schön erklären, dass die Summe dieser drei Innenwinkel effektiv 180 Grad ergibt. Als Aufgabe schlage ich vor, die folgende Präsentation vorzubereiten. Hier wird gezeigt, dass zwei Scheitelwinkel dieselbe Öffnung haben. Dazu braucht man diesen Winkel Gamma. Zuerst versteckt man einen Teil der Zeichnung und stellt hier fest, dass Alpha plus Gamma selbstverständlich 180 Grad ergibt. Woraus man sofort schließen kann, dass Alpha 180 Grad minus Gamma sein muss. Jetzt schalten wir den Teil der Zeichnung wieder ein und schalten einen anderen Teil aus. Aus dieser Zeichnung schließen wir sofort, dass Beta plus Gamma ebenfalls 180 Grad ergibt, woraus wir ebenfalls sofort schließen können, dass Beta 180 Grad minus Gamma sein muss. Da Alpha gleich zu diesem Winkel ist und Beta auch, müssen Alpha und Beta gleich groß sein, was zu beweisen war. Am Ende dieser Präsentation kann man dann wieder die gesamte Zeichnung herstellen und den Winkel Gamma verschwinden lassen. Das war unsere Ausgangszeichnung und durch diese Kontrollkästchen haben wir schön zeigen können, dass diese zwei Scheitelwinkel genau dieselbe Öffnung haben.